Oh Jan. Ah, jetzt sind wir hier mal zwischendurch. Mittagspause im Homeoffice. Heute ist Freitag und ja, geht steil aufs Wochenende zu. Wollt euch mal so einen kleinen Zwischenstand geben. Intervallfasten, jetzt roundabout 2 Wochen. -2 Kilo, -4 Zentimeter Bauchumfang. Das ist schon bisschen weniger geworden. Also hier ist noch ein ordentlich Schnitzelchen drin. Da auch, aber wird. Also schon schön effektiv, weil ich jetzt auch einfach nicht mehr so viel Driss esse zwischendurch. Ne? Das ist so mit einer der Hauptfaktoren, die so eine Gewichtszunahme, gerade bei mir. Ich habe halt keinen Stoffwechsel wie ein Fegefeuer, wie so manch andere aus meinem Bekanntenkreis. Die essen irgendeinen Scheiß, was auch immer, das macht Puff und dann ist das verbrannt. Ne? Also das verbrennt schon, bevor das überhaupt erst verdaut ist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also bei mir fing das so, ich glaube, ja, so Anfang, Mitte 30 an. Vorher auch immer, hey, Friteuse, Chips und so, alles scheiße, ja. Aber mittlerweile plumpst das Stück Kuchen direkt hier in die Seite rein. Unvermittelt und sofort, da merkst du nichts. Aber wie gesagt, ich kriege das Thema wieder in den Griff und geht wieder in Richtung Kampfgewicht. Und jetzt letztens nochmal habt ihr gesehen, durch den Schneerand. Knie funktioniert wieder so, ich würde jetzt mal sagen 80%. Macht wieder richtig Bock. Also alles in allem nehme ich wieder Fahrt auf und das ist absolut als positiv zu bewerten. Auch die beiden Arbeitswochen, immer im Wechsel, Homeoffice und Arbeit, bin 3 Wochen, 3 Tage in der Woche im Büro. Die bin ich jetzt auch jeweils immer mit dem Rädchen gefahren. Jetzt gestern war ziemlich Rock'n'Roll. Ne? Wir hatten ja den Sturm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, der Pavel oder was, keine Ahnung, habe ich vergessen. Und schön Arschwind auf der Seite, auf dem Hinweg, das war gut. Rückweg war der Sturm weg, aber trotzdem noch, ich nenne es immer den Headwind Mosh. Ne? Und das ist halt immer zurück, das hier Temmel gegen den Wind, aber egal, ne? Muss man haben. Training im Flachen stärkt die Nerven, die Muskeln und die mentalen Kräfte. Na, ungemein, sowas. Und zur nächsten Folge schon mal eine kleine Vorankündigung, weil es gab jetzt auch noch mal die Nachfrage nach dem Equipment, das kommt auch. Aber zur nächsten Folge will ich euch mal was zu der Halunken-Tour, also dieser 3-Tages-Hütten-Tour erzählen und was ich da so am Anfang mitgenommen habe bei der ersten Tour und wie mein Equipment jetzt aussieht. Ne? Also das ist ja so ein bisschen auf Lightpacking getrimmt. Erzähle ich euch dann was zu. Ne? Und von daher könnt gespannt sein. Ich schwätze da eine Menge Zeug und ob euch das interessiert oder nicht, ich meine, liegt an euch. Entweder drückt das weg. Oder ihr gucktet euch an und immer gerne Kommentare, Bemerkungen da unten rein. So, jetzt zurück zur Musik wieder. Also das mit den Platten. Ich habe jetzt mal eine Mail geschrieben, habe auch eine Antwort bekommen. Die hat mich aber jetzt nicht so richtig zufriedengestellt. Das hängt irgendwo so ein bisschen in der Luft. Gucken wir mal. Der Flachkörper und ich, wir hatten uns ja die Viagra Boys direkt bei Rough Trade bestellt. Das war diese Special Edition, ich glaube braunes Vinyl. Und aber mit der Bonus-CD, jetzt muss ich mal ablehnen, also so geil, Viagra Boys, Bonus-CD, Shrimp Tech, Ecstasy Lab Exclusive for Rough Trade. Das sind, ich glaube, 4 Remix-Stücke, die da drauf sind. Auf die war ich ja oder bin ich am meisten gespannt. Die anderen Tracks habe ich mir ja schon über Spotify reingezogen. Auch wieder super. Und auf die Shrimp Tech Ecstasy Lab Remixe war ich sehr gespannt. Und was ist Flachkörper? Ich habe die jetzt noch nicht hier. Ich hole die jetzt ab, die Tage. Und
der packt die aus, ist die CD nicht dabei. Was sagen wir denn jetzt dazu? Also der hat Rough Trade angeschrieben. Werden wir mal gucken, weil die will ich natürlich schon haben. Die könnten sie dann ja eigentlich direkt mit der Shrimp Sessions, auf die wir jetzt auch mittlerweile, ich glaube, seit Mitte Dezember warten. Da kam jetzt die dritte Verzögerungsmail. Soll jetzt Ende Januar kommen. Shrimp Tech, also ich weiß nicht, ob ein paar von euch diesen Live-Mitschnitt auf dem Fischmarkt kennen. Gab es mal in der Japan-Pressung, ich glaube 200 Exemplare, und Rough Trade hat jetzt auch nochmal so ein Kontingent gepresst mit 500 Stück, glaube ich, haben wir direkt geordert. Shrimp Sessions, live auf dem Fischmarkt, man hört da wohl auch die Hubgeräusche der Gabelstapler, ich bin gespannt, auf jeden Fall geil, Viagra Boys. Gut, jetzt sind wir schon in der Post-Punk-Ecke. Da wollte ich heute nochmal so zwei Sachen vorstellen, die mich auch letztes Jahr ziemlich geflasht haben, die jetzt nicht weder im Metal oder noch im Hardcore oder im Punk-Bereich sind. Und zwar haben wir da zum einen hier die beiden Irren von Odd Couple. Also die Musik ist so, wie die Typen aussehen. Geil. Ne? Also anders kann man das ja nicht umschreiben. Ich finde das Foto auf dem Innencover fast noch geiler. Das eine aus der Hose kullert, ist alles. Also Odd Couple, die machen so einen wilden Mix. Ich glaube, die wissen selber nicht so genau, was die machen wollen. Da ist alles mit bei. Ich will mal sagen, so ein bisschen Elektropunk, Indie-Rock. Der zweite Song, Die Wand, ist halt... Ja, der Song gibt eigentlich schon so... den Spirit des Songs, oder der Songname gibt den Spirit des Songs wieder. Das ist halt so eine Post-Rock-Wand, dieses Ding. Und ja, halt total irrer Sound. Ich fahr voll drauf ab. Das geht los mit 10 Bier, bitte. Und meine Super-Hits sind halt auf jeden Fall Wand, ist der Hammer. Dübelmann haut auch richtig rein. Und über den Zaun fressen, sowieso generell, also man muss ja mit den Texten befassen, das ist schon eine wahre Wonne, was die sich da zurechtpuzzeln in ihren Textzeilen. Also ne, wer halt auf so einen leichten crazy Sound steht, hört mal rein, das lohnt sich. 10 Bier bitte. Und dann bin ich ja auch erst in der im letzten Jahresdrittel drauf gestoßen. Ich weiß aber offen gestanden auch gar nicht mehr, über welchen Kanal. Riki. Das ist so ein Mädel aus L.A., die unter anderem, ja, ist also in erster Linie Synthpop. Discogs umschreibt das komischerweise als Italo-Disco-New-Wave-Synthpop. Wo die das Italo-Disco jetzt hernehmen, das ist mir schleierhaft, aber hört sich gut an, ist gut. Und ja, und die singt auch zwei Songs, glaube ich, auf Deutsch. Das ist Strohmann und Böse Lügen. Hört euch mal Böse Lügen an. Das ist knuffig, wie die da auf Deutsch singt. Finde ich gut. Ansonsten halt über die ganze Palette hin, saugeiler Synthpop. Leichten düster Einfluss drin und schöne Stimmchen. Also ich finde die Platte echt super. Die habe ich leider nicht physisch. Muss ich mal gucken, ob vielleicht hat der Hoffi die da. Mal schauen. Oder muss die halt über einen anderen Kanal kriegen, weil die hätte ich schon noch gern auf Vinyl. Riki. Super. Also. Ne, das soll eigentlich für heute erstmal wieder gewesen sein. Morgen gehe ich erstmal schön in den Hills ein bisschen laufen. Auch wieder irgendwas 12 bis 15 Kilometer, 600 Höhenmeter. Easy flockig. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch da mal was über die Halunken-Tour. Ne? Da dürft ihr euch drauf freuen. Das ist eine wahre Wonne. In dem Sinne wünsche ich euch schönes Wochenende, obwohl, ich stelle ja immer sonntags um 8 ein, dann seid ihr ja schon mittendrin im Wochenende. Also, in dem Sinne, bis bald, malet juckt. Tschö.